Komm, gucken wir uns nochmal ganz schnell auf Krampf das neue Video von Hungriger Hugo an. Vor 4 Minuten hochgeladen. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Zocken mit Max und Insko. Die Mucke mag ich. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Und seitdem hast du dich entschieden, AMG GT zu fahren, oder? Einfach 1984, das ist so heftig. Da war Monte erst 12. Ah, lol, neue Aufgabe. So ein Digga. Das ist das für den Adlerzeug. Ah, ich hab einen. Oder erstmal die Werbung. Digga. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich in den Eiern zu zwicken. Hast du dir jemals deine Eier eingezwickt? Ah! Oh! Manscaped Lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen, um das Rasieren unterhalb der Gürtellinie. Das ist für Werbungen. Sascha Safe am selben Abend noch. Kannst du mal vorbeischauen? Liebe Grüße. Also bis jetzt habe ich schon mir echt ein Scheißvideo. Ich habe noch nicht einen Clip von mir gesehen, Digga. What's that, dude? Oh mein Gott, meine komplette Hose ist nass, dude. Digga, das waren 500 Milliliter Wasser. Oh mein fucking Gott, du fucking Idiot. Hä, seid ihr bescheuert? Seid ihr völlig lost? Was seid ihr denn? Wie lost seid ihr denn? Warte mal, die lost sind. Ihren Bruder Ui will schlafen. Kylo, wir wollen doch nochmal rausgehen. Ey, Kylo hat wirklich immer gar keinen Bock, Digga. Wir wollen nochmal rausgehen, Digga. Hallo. Wir müssen nochmal rausgehen. Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus. Muss doch jetzt noch gleich ein Feinkacki machen. Kylo! Ja, nix für schwache Nerven. Oh, Bruder. Digga, es war das einzige Mal, dass Kylo Dünnpfiff hat und in die Wohnung geschissen hat. Und das T-Shirt und die Schuhe habe ich im Müll geschmissen und jemand hat sich die auch nochmal rausgeholt, Digga. Och Mann, ey, Kylo! Monte im Mario Kart Turnier. Bist du Link? Bruder, Kylo? Hey. Ja, okay, das war's mit der Wette. Monte reagiert auf kein Konzept. Nee, Kylo. Jetzt, Bruder. Ich muss immer mal ein bisschen zwischen hier. Lass mich nicht hängen, Bruder. Lass mich bitte nicht hängen. Ganz feinig hier, ne? Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Ne, wie heißt er denn? Damals im Gymnasium gab's diesen Song als Analyse. Haben einen Test darüber gemacht und ich hab eine 6 bekommen. Und danach bin ich runtergeflogen auf die Realschule. Ute, Papa, Ute. Das war, ich sag euch ehrlich, das war echt knapp, Digga. Hätte ich mich nicht da, das hätte wehgetan. Das, da hätte ich mich so richtig auf die Fresse gelegt. Bruder, der Fotograf hat da so ein schönes Foto von Sascha gemacht. Aber ich darf es euch leider nicht zeigen. Best of a Marspin Bullstream. Baby mit 200 IQ Play. Nee, ich darf ich euch nicht. Nein. Morgen kommt mein Geschenk von Sascha an. Irgendwie Schmuck oder so. Er hat mir schon mal das Armband geschenkt. Morgen kommt ein dickes Paket von ihm an.
was extra angefertigt worden für mich ist. Und er hat gesagt, wenn ich das Foto liegt, liegt er meine Adresse. Zieh mal den Ring. Andere Seite. Ja. Du, entsichern. Den Ring ziehen. Den Ring ziehen. Entsichern. Entsichern. Den Ring ziehen. Zieh den Ring. Zieh doch dran. Bist du blöd? Geht nicht. Zieh ihn. Zieh ihn. Ich hab Angst. Dann mach doch. Bam. So, Micky hat keine Rauchgranate mehr. Wir können los. Das war Fivehead von Revi. Dadurch hatten die eine Rauchgranate weniger. Darauf erstmal bisschen Ketchup. Oh, warte. Jetzt aber. Nope. Micky, willst du ernsthaft da rumsitzen und auf den scheiß Ketchup warten? Du hast bald den größten Boxkampf deines Lebens gegen... Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Übrigens habe ich das Fortnite-Brettspiel natürlich obvious vergessen, Digga, nie mitgenommen. Damn. Damn, boy. Damn, boy, he's dead. Boy, that's a thick-ass boy. Damn. Verarsch doch raus. Nur Spaß, ich lieb dich, Anna. Hoffe, ich werde nicht wegen Bodyshaming gecancelt. Apropos Bodyshaming, was macht der Lauch eigentlich so? Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, bis ich am Ende der Yeah, und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren. Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat Monte doch noch den VIP-Zugang gegönnt. Am Ende der Jagd! Junge, Alter, Mann. Am Ende der Jagd! Wie alle denken, dass das VIP-Zugang war, Digga. Ich hab dick in der Spielo da geworden. Was ist los, Alter? Hase gezählt! Ja, weil ich... Ein Tag in... Also ich hatte dann 140.000 Euro Bild. Das ist viel erotischer und da kriege ich mehr einen Ständer als irgendwelche Bilder von irgendwelchen Weibern. Wer hat Bock? Oh, oder? Was hab ich denn da gemacht, Digga? Oh, Bruder, wie schön braun ich da war, ey. Oh, da ist Aufzug. Fahren Sie mit? Ich mache Videourlaub. Viel Spaß dabei. Übrigens, das Streamlabs-Logo ist da oben im Bild, weil du dir die Vollversion nicht kaufst für 300 Euro im Jahr. Tschüss. Okay. On-Stream-Eskalation mit Ron. Wer ist dieser Ron, Digga? Was war das gerade für ein Reinfall? Das gibt's doch nicht. Aber ich würde niemals von dem... Noch nie von dem gehört, Digga. Einer der unlustigsten Typen, fühle ich. Einen fremden Mensch das Handy kaputt machen. Mhm. Es sei denn, ich würde da drauf, keine Ahnung, Kinder finden. Natürlich, dann würde ich das zerstören. Ja, ich würde es einfach zur Polizei legen. Bist du auch aufgeregt? Geht zurück. Weißt du, wenn man gegen solche Leute antwortet, das wird schwierig an der... Kelly, Mrs. Vlog, Digga. Macht die überhaupt noch Videos, Digga? Ja, Kellys knallharte Konkurrenz. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Ja, wertet das auf jeden Fall wieder auf, das Video. Oha, hungriger Hugo, bester Mann, Bruder, Kuss, 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 danke dir.